Rinkani ist zu Hause überfallen worden. Was ist das für eine Geschichte? Sie denken doch nicht, dass ich damit was zu tun habe. Haben Sie Feinde? Ich arbeite seit einem Jahr an einem sensiblen Fall bei Areva. Können Sie uns etwas mehr sagen? Buglio will Areva zerschlagen. Er verhandelt mit China hinterm Rücken der Regierung. Haben Sie Beweise? Der will die Nummer 1 auf dem nuklearen Weltmarkt sein. Wenn Sie das ausspielen, sind Sie in der vordersten Schusslinie. Sie sind nicht eingeladen. Wenn Sie nicht aufhören, sehen wir uns vor Gericht. Ihre Fragen an die Direktion, für wen halten Sie sich? Ich warne Sie. Es gibt politischen Druck in diesem Fall. Abgesehen von den bekannten Fingerabdrücken haben wir keine gefunden. Aber ich wurde vergewaltigt. Glauben Sie, sie könnte das alles erfunden haben? Überfälle ohne Spuren des Angreifers gibt es nicht. Und die Schnittwunden, wer hat mir die zugefügt? Sehen Sie, Monsieur Hugo, wir glauben der Version Ihrer Frau nicht mehr. Ihr habt sie nicht alle. Ich höre nicht auf, bis ich sie dran gekriegt habe. Du wirst langsam obsessiv und anstrengend. Sie sind ganz allein. Die lassen sich nicht bloßstellen, erst recht nicht von Frauen. Kümmere dich um deinen eigenen Kram, letzte Warnung. Was du gestanden hast, ist unlogisch. Niemand glaubte ihr. Sie wusste nicht mal, was sie tun soll. Man fühlt sich jetzt nicht mehr als Opfer, sondern als Verdächtige. Denken Sie, ich lasse mich von einer unbedeutenden Gewerkschafterin einschüchtern? Ich zerreiße sie in kleine Stücke. Es gibt überall Irre. Wem nützt es, die Mundtot zu machen? Ich habe nicht gelogen. Und ich habe nichts erfunden.